durch die Prüfung. Ich glaube, ich brauche das Medizinstudium ab. Hi. Mensch, was ist los? Sei nicht verzweifelt. Das klappt schon. Selbst ich hab's geschafft. Und ich habe damals überhaupt keine Hilfe gehabt. Guck mal, das Harzklinikum bietet dir die Lizenz für Amboss. So macht es die Prüfungsvorbereitung einfacher. Und das PJ, da gibt es richtige Mentoring-Programme und ein richtiges PJ-Konzept. Ich denke, das wird schon. Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, Studenten bereits in der frühen Phase ihrer Ausbildung an unserem Hause auszubilden, sie auch für unsere Region und unser Klinikum zu interessieren und ihnen auch Zukunftsperspektiven und Karrierechancen an unserem Hause zu eröffnen. Natürlich wollen wir begleitend zu der Tätigkeit in unserem Hause die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen auch in ihrer Lerntätigkeit unterstützen und ihnen Hilfestellung geben, um die häufig ja sehr aufreibende und auch anstrengende Studien- und Prüfungszeit zu überstehen und freudvoll abzuschließen und vielleicht auch genießen zu können. Darum haben wir für Studenten, die auch schon in Formulaturen in frühen Phasen des Studiums bei uns sind, aktuell eingeführt, dass wir ihnen eine Amboss-Lizenz zur Verfügung stellen. Wir bieten auch ein Prüfungsupgrade, sodass also auch in Vorbereitung auf Klausuren etc. beliebig viele Fragen, die ja in einem gesonderten Bereich von Amboss hinterlegt sind, testweise beantwortet werden können. Und wir glauben, dass das eine ganz gute Vorbereitung ist und da wollen wir Unterstützung geben. Darüber hinaus haben wir für die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, die ihr praktisches Jahr, also ihr PJ, ihre PJ-Tertiale bei uns absolvieren, ein Einarbeitungskonzept, ein Mentoring-Konzept entwickelt. In dieser Phase noch besser, als wir das in den vorangegangenen Jahren gemacht haben, die Kolleginnen zu begleiten. Jeder bekommt einen persönlichen Mentor. Es gibt ein Mentoring-Konzept, wo Inhalte des PJ-Tertials benannt sind, Krankheitsbilder, die erlernt werden sollen, Methoden, die erlernt werden sollen, eine strukturierte Gesprächsabfolge, sodass wir glauben, mit den Studenten in guten Kontakt zu kommen, auch viel Feedback zu kriegen. Wir freuen uns auch immer, wenn dann in sozialen Medien darüber auch Feedback gegeben wird. Und wir glauben, dass wir über die fachliche Unterstützung hinaus damit auch schon eine Bindung an unser Haus erzeugen können. Wir sind am Harzklinikum sehr interessiert, unsere Mitarbeiter langfristig an unser Haus zu binden und auch zukünftige Führungskräfte selbst auszubilden, sodass in den vielfältigen Kliniken, Organzentren und Abteilungen unseres Hauses für alle Absolventen, die an unserem Haus starten, zukünftig auch Karrierechancen bis hin zu zukünftigen Chefarzttätigkeiten bestehen. Insofern lohnt es sich auch langfristig an unserem Hause tätig zu sein. Wir freuen uns, Sie als Student am Harzklinikum begrüßen zu dürfen.